Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade erwacht. Der Kameramann ist schon on fire. Wir haben übrigens in der Jugendherberge Schöneck übernachtet. Wir fahren jetzt ungefähr 4 Minuten, glaube ich. Ich glaube, es sind nur 600 Meter oder so bis zum Bikepark Bikewelt Schöneck. Ja, let's go! Ja, wir sind ja übrigens das zweite Mal jetzt in Schöneck. Wir waren schon mal vor 3 Jahren da, also 2021. Ich verlinke euch das Video mal in der Infobox. Ja, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 30 Sekunden? Ja. Hä, irgendwie dachte ich, es ist noch weiter. Es sind wirklich nur 600 Meter. Ja. Voll gut. Hier ist direkt der Erich Pop Trail. Wir haben eine Handschuhe gegeben. Echt jetzt? Müsst ihr meine haben? Das heißt, ich falle heute auf die Hände. Nee. Fahr sofort zurück und hol dir welche. Lass uns erstmal einfahren, das brauchen wir noch nicht aufnehmen, das will keiner sehen. Okay, bis später, Peter. Ciao. Genau, das ist, glaube ich, ein Flow Trail, das ist das blau. Zum Aufwärmen halt immer richtig gut. Geil! Geil! Endlich mal wieder so ein richtiger Flow-Trail, wo man auch mal ein bisschen Speed bekommt. Gibt's auch wieder Gas hier! Gibt's auch gerade! Kameramann kommt nicht hinterher. Perfekt! Alles richtig gemacht! Hammer. Der macht echt Bock. Woo, kleiner Doppel. Bist du da? Wie bitte? Ob du da bist? Ja, mehr oder weniger. Bremse ein. War noch eine Abkürzung. Gleich weiter? Jo. Also diese Linienwahl habe ich eben ganz schön verkackt. Bin ich ja ehrlich. Genau, links ist übrigens nur Fußgänger, also wir müssen rechts. Dann sind wir wieder unten und jetzt auch mit Karte. Sehr gut. Hammer. Fahrrad kommt dahin und nicht ja, durch das Ding. Oder halt links, aber ich hätte das Fahrrad schon wieder hier durch die Drehkreuz. Durch das Drehkreuz durchgedrückt. Gehen tut das alles, aber sieht ja nicht immer so gut aus. Ist das schon? Mach nur keinen Typ. Hä? Du gehst diesmal nach Hause. Nee, ich kann so von hier. Oh. Ja. Dann hier rein, Mann. Ja, ich probier's. Mann, schnell! Diesmal auch legal mit Tickets. Also, wir wollen jetzt die rote fahren und dann kann man eine Übungs- oder muss man, also man kommt hier hoch. So, ich hoffe, ihr seht das. Warte mal, ist die Kamera gut? Ja.
Ja, also man kommt hier mit dem Lift hoch, steigt hier aus, fährt hier einmal rum und dann durch den Übungsparcours. Man kann auch außen fahren, aber warum den Übungsparcours nicht mitnehmen? Wir wollen jetzt hier den kleinen Drop fahren. Gucke ich gleich, einen Moment, ich erkläre hier noch. Dann die kleinen Tables, die sind ganz schön steil, macht ganz schön Spaß. Und gibt es hier so ein Gatter. Und dann kann man von hier in den roten rein. Und jetzt wollen wir dann hier hinten rechts fahren und dann nochmal rechts. Und ich bin gespannt, ob Manon das hinkriegt, weil sie fährt vor. Das wäre dann die Nummer 3. Und die Nummer 3 heißt Mosebankfahrt. Mosenbankfahrt. Mosenbankfahrt? Mosenbankfahrt. Okay. Genau, also das, was wir gesehen haben vom Lift aus, dass wir da rechts müssen, ne? Ja. Und dann nochmal rechts. Okay. Also immer rechts halten. Immer wenn es rechts geht, Kopf hoch, immer wenn es rechts geht. Okay, let's go. Ja, Manuel ist hier der Profi. Ich hab noch einen Sturz. Geschafft, egal. Okay, rechts. Kommt er? Ja. So, jetzt fährt man hier aus dem Tor raus. Fährt hier so rechts. Rechts halten, rechts halten, rechts halten. Kommt er? Okay. Warte mal eben. Ready? So, und hier geht's gleich nochmal irgendwo rechts. Ja. Nee, dann ist das. Ist das richtig? Ja, die Karte ist noch falsch. Also ihr müsst dann nicht nochmal rechts abbiegen, sondern das passt schon. Ey, geil, hier kann man auch rechts fahren. Linie bei. So, jetzt muss ich mal ein bisschen konzentrieren. Ich merke, dass ich unkonzentriert bin. Spaß habe. Wie bitte? Gehört. Alles Rutscher in Kambodscha! In Kambodscha ist alles Rutscher. Okay. Geil, so ein bisschen Technik! Man sieht es wahrscheinlich wieder auf der Kamera nicht. Das finde ich übrigens auch immer wirklich witzig, weil auf der Kamera sieht es ja immer nicht so schlimm aus, sage ich mal. Und in Live ist es dann ja schon manchmal auch schlimmer. Also, ich weiß nicht schlimmer, aber einfach ruppiger, steiler, was auf der Kamera leider nicht so gut ja, eingefasst wird. Und kurz konzentrieren. Naja, letztens habe ich auch jemanden getroffen, der sich mein Video aus dem Harz angeguckt hat. Aus Ilsenburg, aus dem Trailpark Harz. Und er meinte so, ah, laut Video dachte ich so, okay, ich komme da runter. Aber im Endeffekt war es doch steiler und ruppiger, als ich dachte. Ja, deswegen probiere ich auch immer so ein bisschen auch Außenaufnahmen zu zeigen. Oder halt damit meiner Stimme euch zu begleiten und zu sagen, so, jetzt wird es ruppiger, so, hier sind ein paar Wurzeln. Weil es auf den Videos hier lang. Einfach nicht so rüberkommt. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Punkt aus, Ende im Gelände. So, das war's jetzt auch mit diesem Video. Übrigens, ein bisschen versteckt ist hier auch Bike Wash und zwar direkt beim Parkhaus hinter dem Fahrradverleihladen quasi. Ja, gut machst du das. Danke. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mal hier seid, wünschen wir euch ganz viel Spaß und wir sehen uns. Tschüss. Ein kleiner Tipp, unten gibt es keine Lift-Tickets. Das heißt, netterweise dürfen wir jetzt einmal hochfahren. Und wie teuer war das jetzt? 30 Euro. Für 10 Fahrten? Ja. Also 3 Euro eine Fahrt. Ja, und Tagesticket hätte 35 gekostet.